In 200 Metern links abbiegen in die Schillerstraße. Ah, ich sehe schon, ein paar schalten sich schon zu. Erste Live-Sendung. Schön, dass ihr dabei seid. Es geht heute jetzt links abbiegen. Mit zurückgesetztem Bordcomputer die übliche Strecke Felden am Wörthersee nach Graz. Grundsätzlich in 200 Metern rechts abbiegen in die Bahnhofsstraße. Wie gesagt, Bordcomputer zurückgesetzt, um sozusagen für die erste Rückfahrt nach Graz mit dem Ioniq einen Referenzwert zu bringen. De facto, man sieht es jetzt nicht, also mein Equipment ist natürlich begrenzt und ich habe mir gedacht, vielleicht jetzt ist es, rechts abbiegen. Ja, vielleicht ist es cooler, wenn man die Strecke ein bisschen sieht und nicht immer nur das Gesicht. In 100 also, Metern rechts abbiegen in die Bahnhofsstraße. Das erfüllt, glaube ich, der Jan besser. Es sind jetzt 222 jetzt Kilometer rechts abbiegen. Bis zum Ziel. In 200 Metern links abbiegen in die Klagenfurter Straße. Und 160 Kilometer zum Ziel. Was mir jetzt ein bisschen irritiert, das Navi ist laut. Eigentlich stimmt's, was der Thomas sagt. Wir können eigentlich die Route natürlich ohne Navi fahren. Eigentlich ist es mir mehr darum gegangen, dass man den Stau eventuell, falls es einen gibt, dann drin hat. Vielleicht nur eine kurze Information. Ioniq fährt mit Licht. Die Erfindung haben sie drauf, die Koreaner. Das LED-Licht ist sehr gut. Ist bereits halt bei diesen Dämmerungs, sag jetzt einmal, Zeiten normal. WLAN-Hotspot von meinem eigenen Firmenhandy. Man muss ja die 20 GB auch irgendwo verbrauchen, die werden wir jetzt anzapfen. Ich höre aber gerade, was? Schalte das, was? Navi stumm, ja. Was? Aha, ihr schaut alle zu, auf stumm schalten geht auch, ja. Okay, das Navi ist schon aus, also wie gesagt, egal, ja. Ich muss die Strecke sowieso fahren. Ich fahre die Strecke jede Woche, eventuell dann, wenn es wirklich Hochsommer wird, mache ich es wieder Montagmorgen, das genügt. Jetzt ist es angenehmer, wenn man am Abend fahren kann. Man sieht es vielleicht ein bisschen, dass die Halterung, es ist eine billige Mediamarkthalterung, für das iPhone jetzt nicht richtig zentriert eigentlich montiert ist. Ich habe es eigentlich immer im Verdacht, dass es öfter mal runterfällt. Wenn das passiert, dann bin ich stinksauer, weil das Armaturenbrett ist jetzt auch nicht das Edelstahl und ich glaube, dann wird diese M-Line-Halterung irgendwie einen Abflug machen. Im Moment hält es noch gut, hoffen wir es. Ich hoffe, man sieht halbwegs gut die Umgebung. Es ist schön, dass schon 17 Leute mitschauen. Zu erzählen habe ich eigentlich nicht so viel, also wir sind jetzt noch an der Ortsausfahrt von Felden. All jene, die in Felden schon öfter waren, werden sich erkennen. Wir haben noch immer 0,0 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, es ist halt jetzt nur bergab gegangen von zu Hause. Wir sind im Eco-Modus, wir haben Rekuperationsstufe 3, spielt für einen Abstandsregeltempomaten keine Rolle grundsätzlich. Und weil der regelt das sowieso selbst. Ansonsten Heizung ist aus, wir haben 14 Grad. Ich habe eine Jacke an, aber trotzdem ist es mir eigentlich wurscht, weil der Ioniq ist recht gut gedämmt, also auch thermisch gibt es da eigentlich keine Probleme. Ja, Vorrang kennt natürlich der Mercedes nicht, das ist mir klar. So, wir werden jetzt Reisegeschwindigkeit trotzdem auf 104 km/h setzen, um sozusagen da für den Zoe einen Referenzwert zu schaffen. Ich bin heute guter Dinge, dass wir
aufgrund des besseren Wetterverhältnisses einen besseren Wert schaffen werden als am Freitag, wo es doch stark regnete auch. 20 Kilometer, sagt der Elektropapst Zangl. Wir werden mehr haben, locker mehr. Es sind ja nur 160 Kilometer. Die 200 Kilometer, das ist grundsätzlich die Strecke dann von der Arbeitsstätte. Jetzt werden wir mal beschleunigen. Man sieht jetzt den Tacho nicht. Das wäre halt natürlich super für ein zweites Mobilgerät. Aber ich hoffe, man kann es dann doch gut abschätzen. Die Elektroautofahrer kennen die Geschwindigkeiten ja doch ganz gut. Wir haben jetzt 104 Tempomat. Wir setzen den Abstandsregler. Ich setze ihn eigentlich immer gerne auf Stufe 1, weil er soll nicht zu früh reagieren. Ich bin übrigens nicht voll gestartet. Das möchte ich auch nochmals dazu sagen. Also wir haben jetzt 91%, dass wir das nur festhalten können. 91% für die Abfahrt. Der Vorteil bei dieser Strecke jetzt, die wir fahren, eigentlich ist die Hälfte der Strecke über die Back, das heißt also rauf und runter, das werden wir dann aber sehen in einer knappen Stunde. Und was ziemlich toll ist, dort geht es sowieso nur 100 km/h maximal im Regelfall. Und jetzt bis Wolfsberg haben wir auch einige Tunnel zu bewältigen und Baustellen, da vorne haben wir schon wieder eine. Also es ist kein Problem, wenn man mit 105, 104 Tempomat fährt. Ich halte mich natürlich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wir sehen jetzt da, dass da 100 km/h sind. Ich halte mich natürlich dran. Heißt also, wo 80 ist, fahre ich auch 80. Wo 60 ist, fahre ich 60. Das kommt auch. Jetzt hätten wir diese 80 zum Beispiel. Und wo 100 erlaubt sind, fahre ich 104. Also laut Tacho ist das noch immer absolut im verwaltungsrechtlichen Sinne legitim. Und ich werde möglichst zügig den Tempomaten wieder auf die 104 gehen lassen, wo es halt möglich ist. Beziehungsweise, ich sage mal, möchte jetzt da gleich mal den Jürgen Heinzelreiter seinen Einwand leider gleich wegnehmen. Vielleicht war er noch nicht zugeschalten. Früher, servus Jürgen, du alter Zoe-Fahrer. Heute geht es um 104 km/h, weil das das erste Mal ist, dass ich diese Strecke fahre mit dem Ioniq und ich sonst mit dem Zoe auch immer die 104 fahre. Und ich möchte da einfach einen Referenzwert haben und darum geht es mir, dass der Ioniq genauso wie der Zoe im Sommer, 100%ig haben wir alles getestet, ganz sicher auch seine 130, wo es halt möglich ist, die ersten 80 Kilometer auch schafft. Da bin ich mir sicher, wird es möglich sein und wird das kein Problem darstellen. Aber heute soll es wirklich bewusst auf die 104 gehen, weil sonst wäre der Vergleich überhaupt keiner. Gott sei Dank kann man abblenden den Innenspiegel, weil hinter mir der Fahrer mit Kurzbezeichnung erster Buchstabe des Alphabets leider nicht so nett war. Ja, natürlich, überhol mal, passt. Manche haben es halt eiliger, manche sind halt da etwas weniger aufgeschlossen für eine gemütliche, entschleunigende Fahrweise. Der nächste schießt schon nach. Wir haben jetzt 11 Beobachter. Aha, das ist recht interessant. Also 6 haben sich schon wieder geschlichen. Gut, das ist das Hauptraumprogramm. Ne? Die französische Wahl ist gelaufen. Interessiert wahrscheinlich eher die wenigsten, aber doch, vielleicht ein paar. Und Schleswig-Holstein, ja, auch recht und schön. Ist aber nicht Österreich. Ja, vielleicht als kurzes Zwischenfazit, 211 Kilometer sind Rest, wir haben 89% noch immer im Akku und wir haben 11,8 Kilowattstunden, 11,9 auf 100 im Durchschnitt, das sind jetzt genau 10 Kilometer, die wir gefahren sind, muss man aber auch dazu sagen, jetzt geht es ein bisschen bergauf, wir werden sehen, also Windrichtung kann ich natürlich nicht bestimmen. Und ja, auch für einen Stefan Georg, nächstes Mal 130, gerne, wie gesagt, wo erlaubt, wird nicht das Thema sein. Noch einmal, vor dem fürchte ich mich überhaupt nicht, weil bis Wolfsberg macht eigentlich es sehr wenig Unterschied. Ich bin früher mit Leaf einmal diese Strecke 130 gefahren.
man ist schneller, sogar mit dem Laden, er verbraucht ein bisschen mehr, es ist gar nicht so schlimm. Ab der Back, sprich bei der Hälfte der Strecke, muss ich sowieso 104 km/h fahren. Ich kann gar nicht schneller fahren. Es sind Baustellen, es sind Tunnels, es ist die Back. Da ist es nicht erlaubt. Das wäre zwar theoretisch möglich, aber das habe ich nicht vor. Also es spielt, ich sage mal, gesamttechnisch gesehen spielt es kaum eine Rolle, wie wir fahren. Aber natürlich die 130, die werden wir machen. Heute eben die 104, bewusst 104. Um eben den Zoe da ein bisschen auszuloten und weil da immer wieder effizienztechnische und optimierte Beiträge kommen von der einen Seite und von der anderen Seite, natürlich auch von meiner Seite, also es wird da ganz sicher einen umfangreichen Test in Kürze geben, die entsprechenden Fakten habe ich schon zusammengetragen, es fehlt halt nur die Zeit, das zu verschriftlichen, aber es ist also im Moment ist es auch objektiv gesehen, muss ich fast sagen, wenn ich damals gewusst hätte, nicht jetzt, was mir passiert mit dem Zoe, das darf man dem Auto nicht per se anlasten, also da kann es positive Zoes geben, sage ich jetzt mal, und auch negative, das kann beim Ioniq genauso sein und bei anderen Autos auch, aber wenn ich das damals schon gewusst hätte, was ich heute weiß über den Ioniq, dann hätte es den Zoe nie gegeben, ganz sicher nicht, weil preistechnisch sind wir da ziemlich gleich auf und haben aber Kaufbatterie, also diese Dinge, aber das muss jeder für sich beurteilen, darum geht es heute nicht, aber ich würde es auf jeden Fall nie wieder machen, also das ganz sicher. So, der schreibt da, Stefan, dein Internet ist grottig, wie gesagt, das ist ein Hotspot, ist eigentlich LTE, ist ein Business-Tarif, ich bin mir sicher, A1 hat sehr gute Netze. Der Punkt ist nur der, Leute, ich bin auf der Autobahn, wir werden einige Tunnels durchfahren, wir werden viele Höhenmeter dann überschreiten, die Verbindung kann nicht perfekt sein, das geht leider nicht und sie wird auch sicher einmal, zweimal ausfallen, es fallen mir sogar auf der Back oben ein, zwei Mal Telefongespräche aus, egal in welchem Netz, also damit müsst ihr bitte leben, dass das nicht funktionieren wird die ganze Zeit. Es wird eh aufgezeichnet, er wird es dann hoffentlich eh uploaden. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt so eine Live-Schaltung mache. Werde ich es hier nicht oft machen, weil ich keine Lust habe, die zig Gigabyte an Daten jedes Mal zu verbraten. Jetzt geht's, weil ich ja wie gesagt beim Firmenhandy überhaupt keinen Verbrauch noch habe von den 20 Gigabyte. Deswegen machen wir das. Grundsätzlich 14 Grad, das ist richtig, Petra, es sind noch immer 14 Grad, die wir hier haben. Wir nähern uns jetzt dem Verteilerkreis, also dem Knoten Klagenfurt Nordumfahrung Klagenfurt, wo wir jetzt dann in Richtung Graz sozusagen die Weichen stellen. Auch hier wieder natürlich Baustellen, die wir hier haben. Jetzt wollte der Ioniq gerade von selbst auf die andere Spur lenken, weil der Spurhalteassistent natürlich das Ganze sieht. Wird aber heute definitiv 100% durch mich geführt, also da gehe ich kein Risiko ein, aber er unterstützt mich, das finde ich sehr angenehm. Funktioniert übrigens auch mit einer Linie nur und funktioniert auch im Regen, also bin wirklich begeistert. Es ist jetzt natürlich kein Autopilot, das wissen wir, aber für serienmäßige Ausstattung bei einem Elektrofahrzeug dieser Preisklasse und dieser Güte, muss man schon sagen, müssen sich, sage ich mal, in derselben Klasse befindlichen Fahrzeuge à la BMW i3, so hart das jetzt klingt, zumindest in der Hinsicht ganz sicher den Vergleich gefallen lassen. Der Luftwiderstand ist nicht so hoch, sagt der Jürgen Sangl. Luftwiderstand nimmt immer mit dem Quadrat zur Geschwindigkeit, also nehmen die Widerstände zu, auch der Rollwiderstand. Das heißt, natürlich haben wir bei 104 km auch einen Luftwiderstand, aber der ist natürlich nicht so exorbitant schlimm, wie es jetzt bei 130 ist. Da kann man auf ganz sicher vom doppelten Verbrauch ausgehen, grundsätzlich einmal gesehen, wie wenn ich jetzt 80 fahre zum Beispiel, also das kommt immer darauf an, wie es streckentechnisch, klimatechnisch aussieht. Wir haben übrigens laut Information vom Bordcomputer, danke an Jürgen Sangl, der hat das damals noch sozusagen zwischen den Zeilen herausgelesen und den Wunsch gleich erfüllt, wir haben 3,2 bar Reifendruck, das ist in Ordnung, das ist genau das, was ich mir vorstelle. Sind jetzt also quasi
bei 20 Kilometern gefahrener Strecke bei 12,4 Kilowattstunden. Wir werden jetzt da diesen prähistorischen Audi überholen. Haben jetzt da eine Strecke sozusagen mit einigen Tunnelabschnitten, darunter auch übrigens einer der gefährlicheren Tunnel in Österreich, der Ehrenthaler Bergtunnel, der recht lang ist, auch Section Control dort ist, also da sollte man schon aufmerksam sein, grundsätzlich. Ja, unsere Tunnel übrigens, Stefan, Blum, das ist richtig, die haben teilweise Repeater verbaut, also die sind auch so optimiert, dass man teilweise im Tunnel besseren Empfang hat. Aber es gibt, wie gesagt, einige Abschnitte, wo auch das LTE versagt. Das ist natürlich immer eine eigene Geschichte. Ja, gut. Ich bin froh, dass ich das iPhone 6S Plus habe. Da kann ich wenigstens noch die Kommentare halbwegs gescheit lesen von den mir Zusehenden. Wie gesagt, vielleicht macht man das öfter. Ich muss aber dazu sagen, auch wenn es vielleicht unterhaltsam ist oder einen gewissen Nostalgiewert hat, sagen wir so, mir gegenüber, weil Stefan Koh macht endlich Live-Videos. Ich werde da sicher nicht in dauerhafte Konkurrenz treten zu den anderen Personen, die das machen, weil ich fahre eigentlich nur 2-3 Strecken häufig und sehe deshalb keinen Bedarf, dass man die öfter testet, vielleicht im Winter dann wieder. Ansonsten glaube ich, reichen die fotografischen Berichterstattungen ganz sicher. Aber es freut mich, wenn immer mehr dazu kommen, die sich das anschauen. Vielleicht kurz zur Information. Im Allgemeinen die Fahrtstrecke selbst, grundsätzlich wenn man sie durchfährt, ist in etwas über 1,5 Stunden gemeistert. Grundsätzlich habe ich heute bewusst noch einmal die McDonald's-Filiale in der Konrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz, wer stellt sich jetzt jemand hin, angepeilt, weil auch der Zoe in Ermangelung von CCS stets dorthin begeben musste, weil es wäre zwar eigentlich für mich die Raststation Kaiserwald-Dobel, Thomas Hochreiter kennt sie sicher, und auch der Andreas Schneider kennt sie vielleicht vom Vorbeifahren, eigentlich ist die besser für mich, weil ich dann eigentlich vielleicht sogar schneller bei der Wohnung wäre. Nur dort gibt es nur Dual DC, also Schademo und CCS und 22 kW AC Typ 2 und somit für den Zoe Q90 eigentlich nicht relevant gewesen und dadurch ergibt es funktioniert wieder, sehr gut. Ha, perfekt, wir sind wieder da. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob der das jetzt aufgezeichnet hat oder nicht. Fakt ist, 12 Kilowattstunden, genau auf die Kommastelle, auf wir sind mit 91 gestartet, wir sind 27 Kilometer gefahren. Gut, im Moment kann ich jetzt eigentlich nur so viel sagen. Es ist noch immer recht angenehm warm. Es ist sogar jetzt so, dass wir natürlich trockene Straßen haben. Das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, gibt das zu resetten. Also ich bin jetzt eigentlich wieder da. So, jetzt sollten eigentlich alle wieder da sein. Ich habe halt wie gesagt jetzt die Verbindung wieder hergestellt, läuft aber nicht auf dem Hotspot und das soll es eigentlich schon. Und ich merke schon, dass der relativ brutal den Akku leer sagt. Und auch der Ioniq ist da anscheinend nicht in der Lage, genug Strom zu liefern. Es wird aber genügen. Schauen wir mal, ob ich mein iPhone wieder verbinden kann mit dem Hotspot. Ich hätte es lieber mit dem Hotspot verbunden. Sollte jetzt wieder verbunden sein mit Hotspot. Ja, es geht wieder, sagen die anderen. Also wie gesagt, es tut mir leid, wenn die Verbindung tatsächlich öfter abreisen sollte. Es sind halt viele Tunnel. Grundsätzlich gibt es dann jetzt wieder eine Strecke mit eigentlich sehr gutem Netz, mit einer sehr guten Netzversorgung. Im Moment ist es halt noch so, auch in Österreich ist noch lange nicht alles perfekt, was das Netz angeht. Ich habe jetzt, wie gesagt, auf das LTE umgeschalten. Das sollte eigentlich vom Band her, was ich weiß, ein bisschen besser sein. Schauen wir mal, ob es die Verbindung hält.
Wie gesagt, also es wird definitiv Dauer gestreamt. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und sollte eigentlich perfekt funktionieren. Wie gesagt, also ich sage mal, Leute wie der Tino More oder Thomas Hochreiter, die jetzt gerade zuschauen, die nehme ich einmal stark an, werden die Strecke natürlich wie die Westentasche kennen, wissen also, dass da natürlich ein bisschen was problematisch werden kann, oft einmal mit dem Empfang. Ich höre gerade, jetzt wäre es recht, wenn er wieder fokussiert. Ich höre gerade, dass man mich nicht hört oder schlecht hört. Ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwie verstellen kann. Muss aber dazu sagen, ich mache es einmal lauter da, vielleicht bringt das irgendwas. Muss aber dazu sagen, so, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Ja, ich rede halt quasi nicht direkt ins Gerät. Das muss ich auch dazu sagen, ich versuche eh relativ laut zu reden. Gott sei Dank haben wir Mineralwasser mit. Jetzt übernimmt kurz der Spurlenkassistent natürlich mit einer Hand. Das geht natürlich wirklich easy. Und Petra sagt, sie hört mich perfekt, sehr gut, also das funktioniert einmal. So, wir werden jetzt da mal kurz overtaken, weil Golf Sportsman, Golf Plus ist zwar nett, aber das nützt uns nichts. Wir wollen natürlich unsere Reisegeschwindigkeit möglichst halten. Ich rechne mit einer etwas niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeit. Letztes Mal war es 103 von 105 oder 104 eingestellten. Also relativ gut. Ich glaube, wir werden diesmal ein bisschen weniger haben, aber es geht leider nicht anders. Ist auch kein Problem. Wir sind jetzt übrigens aus der Peripherie sozusagen, aus dem Umfeld der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee draußen. Also wir sind jetzt sozusagen direkt auf der Autobahn A2 in Richtung Graz, jetzt auf Höhe Grafenstein. Das heißt also, die nächste größere Bezirkshauptstadt wird Völkermarkt sein. Wir haben übrigens, nur zur Information, das ist an die deutschen Kollegen gerichtet, weil das Thema DC-Lader, CCS, dort noch, ich garantiere, es wird in 2 Jahren sicher anders sein, da werden noch einige groß schauen, weil das wird kommen, hundertprozentig. Deswegen hat auch Hyundai umgelenkt, ne? Von Chademo weg, zumindest in Europa. Es werden genug DC-Lader kommen und auch hier haben wir jetzt eigentlich schon 2 CCS-Lader quasi stehen gelassen und das auf den 37 Kilometern, die wir jetzt gefahren sind. Der nächste wäre im Völkermarkt von der Kelag. Das heißt also, wir haben wirklich alle 30 Kilometer einen Korridor an der Autobahn entlang mit Multistandard Hochleistungsschnellladern, also Triple Chargern. Was man wirklich auch sagen muss, wir haben noch immer 189 Kilometer am Tacho. Wie gesagt, es tut mir leid, dass man das jetzt nicht sieht. Also ich sage da wirklich die Wahrheit. Ich habe auch keinen Grund zu lügen. Ich will das auch gar nicht, sondern niemand wird jetzt den Ioniq besser hinstellen, als er ist. Er ist natürlich besser, ja, als so manches anderes Fahrzeug, aber auch jedes Fahrzeug hat seine Eigenheiten und Qualitäten, das passt auf jeden Fall. Wir haben jetzt 189 Kilometer noch Rest, wir haben 12,2 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, also man merkt, es steigt natürlich der Durchschnittsverbrauch, liegt natürlich aber daran, dass wir die ersten 3-4 Kilometer im Ortsgebiet gefahren sind und erst jetzt wird er richtig erst hochrechnen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist 85 km/h, das heißt also, man merkt, diese paar Minuten in der Ortschaft, die hauen den Durchschnittsverbrauch runter, beziehungsweise die Durchschnittsgeschwindigkeit, wird aber natürlich aufgrund des, sage ich mal, zu 90% oder 95% auf der Autobahn fahrenden Anteils ganz sicher so sein, dass wir dann recht nahe an den 105 km/h sind. LED-Licht ist gesagt worden, ist wirklich sehr gut. Das LED-Licht ist sehr gut, es ist so ausreichend, besser als das vom Leaf seinerzeit noch,
dass man eigentlich sagen muss, wir brauchen kein Fernlicht. Ich kann es einmal kurz aufleuchten lassen. Man sieht, es wird ein bisschen heller. Es ist jetzt aber natürlich halogen. Das ist nicht schlecht. Genauso wie es keine Nebelscheinwerfer gibt. Man braucht es eigentlich nicht. Das muss ich wirklich betonen. Man braucht es wirklich nicht. Ja? Also es ist das LED-Licht ausreichend. Und ich muss auch sagen, das LED-Licht eigentlich war für mich der ausschlaggebende Grund, neben der Batterieheizung und der Wärmepumpe, diese drei Aspekte, warum ich den Style genommen habe. Also ich hätte den Trend Any genommen, aber so viel schlechter ist er gar nicht. Und er kostet nur einmal ein Eck weniger. Beim Premium natürlich hat man alles. Da muss ich aber dazu sagen, bis auf die Sitzlüftung wäre es mir halt persönlich nicht wert. Ich bin auch, glaube ich, zuversichtlich, dass die Stoffsitze länger durchhalten, besser durchhalten als die Ledersitze, weil Leder natürlich arbeitet. Ich habe es beim Mitsubishi Lancer, übrigens selber Preisliste wie auch der Ioniq, ein bisschen billiger Premium in Deutschland wäre. Also es war ein tolles Auto, ein großes Auto. Und da hat man schon nach wenigen 1000 Kilometern die ersten Risse bzw. Falten gesehen. Man muss aber dazu sagen, das Leder beim Ioniq ist besser bespannt, also besser verarbeitet als dieses, sag ich mal, dieses Pseudo-Kunstleder vom Mitsubishi damals. War auch in Ordnung, war komfortabel, aber war halt doch recht anfällig und hat sich leicht abgerieben. So, es schauen jetzt einige zu. Es freut mich, dass es schon 20 sind. Wie gesagt, wir nähern uns jetzt mit großen Schritten bereits Kilometer 50. Wir sind jetzt auf 42. Weil wir jetzt sozusagen das letzte Stück vor Völkermarkt West schaffen werden. Vielleicht ist ja der Peter Bötzi beim Schnelllader bei McDonald's. Wir werden dran vorbeifahren. Wir werden die Strecke natürlich durchfahren. Macht also anders keinen Sinn. Das Piepen, Petra, ist der Lenkassistent, der nur dann jammert, wenn ich eine gewisse Zeit, ich glaube es sind 10 Sekunden, sozusagen nicht genügend gegen Kraft auf das Lenkrad ausübe, sodass der Lenkassistent denkt, okay, der hält das Lenkrad ja gar nicht fest. Ich kann versichern, bis auf einmal ganz kurz früher mit der Wasserflasche, habe ich stets die linke Hand am Lenkrad. Ich fahre immer nur mit einer Hand, mit beiden habe ich es eigentlich nie so, dass ich da jetzt diese 10 vor 2 Stellung einnehme. Eine reicht und natürlich, wenn es dann gerade ausgeht, übe ich natürlich keinen Druck aus auf den Lenkassistenten. Er lenkt natürlich auch nur eigentlich geradeaus, aber trotzdem sagt er dann halt, ah, du hältst dir nicht fest, bitte bimmel, bimmel. Also ich empfinde es nicht als nervig, ich finde es gut, dass er bimmelt, aber ja, vielleicht könnte man da die Zeitspanne ein bisschen anheben, aber das wird halt rechtliche oder vielleicht sicherheitstechnische vor allem Aspekte haben, warum das so ist. Wie gesagt, dass es nervt, ist subjektiv. Es gibt auch einige, die diese Melodie, die Fanfare beim Starten, beim Beenden nervt. Ganz ehrlich, ich finde sie schön und vor allem, mir ist heute schon zweimal passiert, trotz Fuß auf der Bremse, beziehungsweise nicht richtig auf der Bremse, er hat Zündung, also quasi Standby eingemacht. Man sieht dann das 12 Volt Batteriesymbol natürlich für die Bordnetzspannung, aber er hat sie nicht eingeschaltet und dann geht natürlich Drive oder Reverse auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, mal blöd. Wenn ich aber diese Melodie höre, weiß ich, jetzt ist er da, jetzt ist er fahrbereit. Das finde ich schon wichtig. Also von daher habe ich da eigentlich kein Problem damit. Ja? Beim Lenkassistent übrigens gibt es 3 Einstellungen. Es ist wichtig, dass man hier wirklich den aktiven Lenkassistenten auswählt, ansonsten kommt es zu diesem Hin und Her Gefahre vom Assistenten, weil der schaut halt nur, dass man nicht über die Spuren fährt. Naja, und die Spur ist nicht in der Mitte, sondern links oder rechts begrenzt, also muss er es natürlich dann ausgleichen, wenn man da rankommt. Ich muss sagen, jetzt auf der Autobahn, ich korrigiere sehr wenig. Also er hat ein bisschen einen Linkstrall, das stimmt, er geht ein bisschen auf die Mittellinie, je nachdem wie die Kurve wird, beziehungsweise wie der Streckenverlauf absehbar wird, jetzt geht es ein bisschen nach links, aber passt eigentlich sehr gut. Wie gesagt, also wenn man die Hand am Lenkrad hat und sozusagen genug Widerstand leistet, der muss nicht permanent sein, weil wenn er lenkt und man hat einfach die Hand starr drauf, dann reicht es schon, aber wenn man natürlich nur lasch mit der Hand drauf ist, ja, dann kann es natürlich vorkommen, dass er bimmelt.
Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass das natürlich etwas ist, wo ich gar nicht so streng bin, weil noch einmal, das Auto hat für diesen Preis serienmäßig Technologie verbaut, die nicht einmal der BMW i3 hat. Der macht das über eine Kamera, der Ioniq macht es über Radar, die Abstandsregeltempomatik zum Beispiel. Das heißt, da wird man sozusagen weit unter dem Basispreis vom i3, man muss es einfach so sagen, mit Ausstattung sozusagen beglückt, die man eigentlich sonst, sage ich mal, ab 45.000 Euro aufwärts vielleicht gerade mal bekommt. Ja, muss man echt dazu sagen. Jetzt habe ich irgendwas mit Firma gelesen. Ja, wie gesagt, was soll ich da erwähnen? Ich mache jetzt nicht ungern Eigenwerbung. Natürlich mache ich gern Werbung. Aber ja, natürlich eigene Firma, Unternehmensberatung mit meinem Partner und Kollegen Martin Bauer zusammen. Das ist, wie gesagt, eine Start-up-Geschichte. Also es ist auch für uns noch Neuland. Wird sicher hoffentlich Synergien geben. Wie gesagt, ich bin bekannt dafür und diejenigen, die es getroffen hat, die wissen das auch schon. Ich halte sehr viel von der Geben- und Nehmen-Philosophie. Das heißt also, ich erinnere mich natürlich an jeden, der mir etwas Gutes tut und tue selbstlos selbiges auch für ihn, wo ich es halt kann. Dazu stehe ich natürlich und es bleibt auch weiterhin so. Es wird halt auch für uns spannend werden, zu sehen, was rauskommt. Aber wie gesagt, es geht jetzt für euch nicht um meine Firma, die könnt ihr euch ja unter www.cag-solutions.com Werbung Ende anschauen. Jetzt geht es um den Ioniq und um seine Fahrqualitäten. Übrigens, windtechnisch ist er wirklich sehr leise. Was man aber wirklich hört, ich weiß nicht, wie es euch da geht jetzt im Stream, windtechnisch Hammers, also nicht so stark, sondern eher Reifenabrollgeräusche. Also das hört man schon. Es sind die Energy Saver drauf, soweit ich weiß, ich habe heute noch immer nicht geschaut. Die sind jetzt eigentlich nicht, weiß Gott, wie laut, aber ja, mir kommt vor, eher im hinteren Bereich hört man halt den Lärm vom Rathaus. Ist aber jetzt nicht lauter als beim Zoe. Natürlich ist der E-Golf da eine Klasse besser, das muss man auch dazu sagen, aber wie immer, und das gilt vor allem jetzt für die, die noch nie oder so selten elektrisch gefahren sind, man muss noch immer dazu sagen, da wir kein Motorengeräusch haben, und das gilt jetzt auch für die Zoe-Fahrer, man hört auch hier, Q90 betreffend, man hört auch hier bei Beschleunigen keine Motorengeräusche, auch die Wärmepumpe ist sehr leise. Muss man dazu sagen, wenn es keine Motorengeräusche gibt, naja, dann ist es natürlich logisch, dass man sensibler wird für Nebengeräusche und auch sozusagen Nebengeräusche wie die Roll- und Windgeräusche. Das ist halt natürlich klar. Auf der anderen Seite gibt es ein bisschen eine Resonanz von der Strecke, von der Fahrbahn. Das heißt also, die Österreicher bauen sicher keine schlechten Straßen, sie sind aber sicher nicht die besten Straßenbauer. Es gibt vorne einen Teilabschnitt, glaube ich, da ist neu asphaltiert worden. Es kommen sicher noch zwei, drei solche Abschnitte. Spätestens da werdet ihr merken, dass der Ioniq sehr leise wird. Also es hängt schon auch sehr stark mit dem Bodenbelag zusammen, um da jetzt wirklich einmal fair auch zu sagen, der leiseste ist er nicht. Ich würde mal sagen, er ist überdurchschnittlich gut, aber sicher nicht E-Golf oder i3, aber auch keinesfalls irgendwo im unteren Segment. Muss halt jeder selbst bewerten, weil normalerweise habe ich Musik an, ist normalerweise kein Problem. So, wir sind jetzt also Völkermarkt Ost, wir sehen schon das goldene, dickmachende M eines amerikanischen Schnellrestaurants, so nennt der Ioniq sozusagen die POI-Kategorie, wenn es ums Thema McDonald's geht, dann nennt sich das Schnellrestaurant. Ich sage halt einfach Fastfood-Kette, aber das passt schon. So, was klappert der Ring unter was? Okay, na, das ist egal. Okay, ihr führt dort coole Diskussionen. Äh,
Nein, sie bauen keine schlechten Dinos, sie bauen keine schlechten Autobahnen. Wir haben auch durch die ASFINAG hervorragende Leitsysteme und hervorragende Tunnel und mitunter einer der sichersten Autobahnnetze Europas. Da wird auch Geld reingesteckt, nur es gibt vielleicht bessere. Ja? Das ist sicher möglich. So. Nein, es gibt keinen Drive-In. Es hat zum Hauptnachrichtenprogramm ein Abendessen gegeben mit hauseigenem Salat. Das genügt. Es ist schön, dass jetzt schon 23 Leute zuschauen. Vielleicht jetzt Zeit wieder für ein kurzes Zwischenfazit. Meine Damen und Herren, wir sind ja, Peter Pötzi, ich habe es mir gedacht, du bist gerade am Laden, heute tut es mir leid. Aber vielleicht düst du mir noch rechtzeitig nach mit deiner R240 und wir sehen uns beim McDonald's. Würde mich freuen, so wie letztes Mal, hoffentlich heute ohne alkoholisierte, ja, Obdachlose war es nicht, aber der Begriff Sandler trifft es genau, es ist leider so, aber ist halt in einer Großstadt so. Frank Buchholz, sehr schön, dass du da bist. Peter Pötzi, ich fahre 104 Tempomat, das heißt also, wenn du mit 110, 115 nachfährst, dann könntest du mich einholen. Ja? So, Zwischenfazit, 58,5 Kilometer bei 91 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, wir reisen seit 40 Minuten. Es sind jetzt noch 163 Kilometer laut IONIQ im Akku. Wir haben 12,9 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch. Das heißt also, der Trend geht ein bisschen rauf, wird auch dann, sage ich mal, auf der Back sicher hoch sein, ich schätze mal irgendwo bei 16, 17 und wird dann sich wieder einpendeln irgendwo auf 12, 11. Ich glaube halt irgendwo mit 12, an und damit hätten wir die ehrlichen 230, ich gehe im Winter von 180, 190 aus, werden wir dann haben. Das wird dann sicher passen. 70% sind noch im Akku, das heißt, wir haben 21% seit Beginn der Fahrt verbraucht. 21%, man kann sich das jetzt ausrechnen, aber grundsätzlich zählt für mich nur das Endergebnis. Irgendein Verbrenner hat sich jetzt gedacht, er wird mir Geleitschutz geben und fährt auch hinter mir, will aber vielleicht jetzt eher bei Griffen abfahren. Und tut das natürlich ohne Blinker, doch, er blinkt, okay, schön. Wir sind jetzt wieder vor einer Tunnelkette, also es kommen jetzt einige Tunnel und ich befürchte wirklich, dass wir jetzt wieder einen kleinen Ausfall dann in den nächsten 5 Minuten haben werden, weil es geht jetzt ein bisschen bergauf und vor Wolfsberg, der Tunnel ist nicht bekannt dafür, dass er empfangsstark ist. Also nur zur Information, bitte dranbleiben, bitte nicht umschalten auf einen anderen Livestream, wer auch immer gerade streamt. Mein Handy hat nur mehr 60%, naja, das wird sich schon ausgehen mit dem Streaming. Vielleicht hat man es jetzt auf der Tafel gesehen, bis Graz ist es jetzt auch nicht mehr so weit. Also wir haben jetzt in 20 Kilometern eigentlich Wolfsberg erreicht. Wolfsberg, Bezirkshauptstadt des Bezirks Wolfsberg, Lavantal, Unterkärnten sozusagen, der letzte Bezirk vor der Steiermark, ist am Fuße der Back gelegen, ist die Hälfte unserer Strecke. Das heißt also, wenn wir Wolfsberg Süd passiert haben, das wird in 10 Minuten oder so der Fall sein, haben wir auch schon die Hälfte der Strecke geschafft. Also es sind ca. 50, 55 Minuten vom Start, von Felden, bis man Wolfsberg erreicht hat. Und man muss aber dazu sagen, die Strecke hat natürlich die Eigenheit, es geht bergauf, ordentlich bergauf, also wir werden ganz sicher unsere 7, 8 Kilowattstunden auf einen Schlag auf den 25 Kilometern verbrennen. Wird cool werden für jene Leute, die, ich hoffe, der Empfang passt, für jene Leute, die gerne sehen wollen, was das eigentlich für ein Kaliber vom Berg ist. Einige kennen es, der ist nicht zu unterschätzen, im Winter überhaupt nicht. Es geht steil bergauf, es geht lange bergauf, LKWs brauchen Schneeketten im Winter, also es ist wirklich, auch BKW teilweise, es ist wirklich brutal im Winter.
und da werden die Kilowattstunden nur so purzeln. Danach geht es aber fast 30 Kilometer nur noch bergab. Und das ist natürlich schon cool, weil da haben wir natürlich Verbrauch gleich null. So, der ist nicht ganz so schnell von mir. Ein Tesla überholt mich, das freut mich. Ein Grazer Tesla. Es gibt also noch andere Fahrzeuge. Facelift Model S in Weiß, vielleicht jemand, den ich kenne. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Ich höre jetzt sogar selbst von draußen eigentlich recht viel Windgeräusche. Es ist, ja, interessant, dass die Windgeräusche so ein bisschen zunehmen. Also vielleicht ist der Wind doch heute leider nicht auf meiner Seite. Das macht aber nichts. Es gehört zu alltäglichen und realistischen Tests einfach dazu, dass das Auto nicht nur bei Sommer und Sonnenschein perfekt funktionieren kann und wenn alles perfekt passt, sondern es muss perfekt sein für den, der es einsetzt, und das zu jeder Bedingung unter realistischen Annahmen, und deswegen schauen wir uns das jetzt auch genau an. Zwischenfazit, es geht jetzt ein bisschen bergab, das heißt Rekuperation greift übrigens mit minus 8 kW, minus 6, minus 4, minus 5 kW, also es ist halt eigentlich auf den Teil der Strecke ist die Rekuperation eigentlich quasi null. Man glaubt es fast gar nicht. Es wird einiges zum Segeln sein, dann, wenn es auf der Back runtergeht, aber Rekuperation ist eigentlich sehr wenig. Also es wird ganz sicher nicht viel zum Rekuperieren geben. Wir werden aber schauen, wo wir durch das Segeln hinkommen. Ich bin grundsätzlich ein Freund des Segelns, weil die Verluste natürlich weg sind. Gibt es übrigens eine coole Theorie im Forum, die da gesprochen wird. Wenn man zu schnell segelt, dann überwiegen die Windwiderstände, also die ganzen Widerstände überwiegen dann so viel, dass der Verlust bei niedrigerer Geschwindigkeit, aber rekuperierend, geringer wäre. Also ganz interessante These, muss man sich anschauen. Martin Schulz hat gefragt, Andreas hat schon geantwortet. Wir sind jetzt vor St. André im Lavantal, das heißt also die letzte Stadt, man sitzt jetzt vielleicht in der Tafel kurz, vor Wolfsberg Süd und damit an der Hälfte angelangt, haben jetzt 150 Kilometer noch Rest, haben 13,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Schnitt, haben einen Schnitt von 92 km/h und sind 69 Kilometer bereits gefahren. Finde übrigens cool, Viertel 10 bzw. Viertel nach 9, sagen die Deutschen, glaube ich, und auch ein paar Österreicher. Es ist noch immer relativ eigentlich hell, finde ich. Also man sieht noch, leider jetzt ihr nicht, aber man sieht noch über den Bergen ein bisschen, dass die Sonne noch da ist. Ist halt leider traurig, dass wir am 21. Juni schon wieder Sommersonnenwende haben, obwohl nicht einmal Sommer noch ist. Aber was soll man machen? Wir haben jetzt noch übrigens 65% in den Zellen gespeichert. Das finde ich eigentlich sehr cool, weil das heißt, wir haben 26%, also ein Viertel verbraucht. Das wären nach Adam Riese, eigentlich heißt er Adam Ries, aber fälschlicherweise Riese, wären das dann 7 Kilowattstunden. Und ich muss euch sagen, 7 Kilowattstunden ist hervorragend, weil ich habe mit dem Zoe brauche ich 12 Kilowattstunden bis hierher, vielleicht 11. Peter Pötzi wird sicher 11 schaffen. Und der Leaf braucht 14, 15 bis daher. Der hat halt einfach auch im Sommer seine 16, 17, 18, wenn man auf dieser Strecke Autobahn fährt. Also ich habe diese Referenzwerte alle. Also wie gesagt, Luftwiderstandsbeiwert, die Strömungs-, Windströmungseffizienz des Ioniq karosserietechnisch jetzt auch, ist einfach super. Also wir segeln jetzt noch immer, es geht leicht bergab, aber wir segeln, haben jetzt 12,7 Kilowattstunden. Es ist schon wirklich interessant, dass wir die Hälfte der Strecke so geschafft haben, wie gesagt 7 Kilowattstunden effektiv. Vielleicht werden es bald 8.
Das geht sich aus. Es werden dann also 11 bis 12 sein auf 100 Kilometer. Das stimmt ziemlich überein mit dem Bordcomputer, mit der Anzeige. Und das ist natürlich super. Ich finde auch, dass wir in Zukunft dorthin gehen müssen, weil natürlich werden die Batterien billiger, natürlich wird die Batterietechnik besser, aber wir alle wissen, nur größere Batterien drunter schnallen, jetzt nicht wegen der Effizienz oder so, grundsätzlich, ich meine, der Tesla wiegt auch 2,2 Tonnen, fährt aber auch im Winter sogar teilweise verbrauchsärmer als ein Zoe oder auch Kia Soul EV oder Leaf, da brauchen wir nicht diskutieren, das ist leider so, aber wir müssen auch in Richtung effizienten Karosseriebau, also effizienztechnisch durch die Karosserieform und durch den Antrieb einiges rausholen. Natürlich, nicht jeder mag eine Limousine, manche wollen ein SUV haben, ist alles okay, wissen wir. Ist auch so in der Verbrennerwelt, dass die mehr brauchen als eine Limousine, das ist halt Physik. Aber es wird einfach in Zukunft nicht mehr gehen, dass wir quasi nur die Ressourcen vergeuden und da immer größere Vehikel bauen, das wird auch platztechnisch einfach nicht funktionieren. So, jetzt habe ich genug wieder gejammert über die Gesellschaft und über den Weg dorthin, wo wir vielleicht hingehen sollten. Wir sind jetzt kurz vor Wolfsberg. Hinter mir kommt schon jemand angeschossen, aber es wird sich noch ausgehen, dass ich den gemütlichst überhole. Nein, das wird sich nicht ausgehen, also wir werden jetzt ein bisschen beschleunigen. Eigentlich wäre es jetzt toll, mit 100 hinter dem Kastenwagen zu fahren, aber ich glaube, ja, Karl Neuburg, ich glaube, das lassen wir bleiben, weil ich stehe nicht so auf Steinschläge und ich weiß, wie diese Autos sind. Wir werden da jetzt einfach den kurzen Boost verwenden, dann wird das schon passen. So. Damit habe ich mir den Schnitt versaut. Also, meine Damen und Herren, jetzt gebe ich noch mal eine kurze Zusammenfassung, weil jetzt wird es richtig spannend für viele, für mich nicht, ich weiß ja, dass wir es schaffen, aber ja. Wir haben jetzt 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben 143 Kilometer Rest. Also man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt 77 Kilometer gefahren, 94 km Durchschnitt. Wenn ich jetzt die 77 Kilometer, und das finde ich so cool, dazu addiere zu den 143, dann bin ich eigentlich genau dort, wo wir gestartet haben. Das heißt also, der Ioniq zeigt wirklich die Reichweite an, die wir schaffen. Also, wenn man jetzt wirklich seinen Fahrstil, weiß Gott, verändert, dann passt das, was er rechnet, auch wirklich. Also, wer den Nissan Leaf kennt, da, das war wirklich ein Gasometer, also das war wirklich, da hat man wirklich aufpassen müssen. Ich meine, wenn man es halt gewusst hat, wie er dick, dann hat es auch gepasst, aber das hat man schnell Reichweitenangst bekommen, ja. Wenn die Anzeige auf 30 Kilometer Rest steht, obwohl man noch 40% drin hat. So, jetzt sind wir Wolfsberg Süd. Natürlich schaffe ich es, Petra. Wir sind bei Wolfsberg Süd, sozusagen eine der letzten, also eigentlich die letzte Bezirkshauptstadt und zugleich auch, glaube ich, die drittgrößte, Spital ist kleiner, glaube ich, in Kärnten. Somit heißt es in den nächsten Minuten bald wieder adieu, schönes Kärnten. Hoffentlich ist das Wetter in der Steiermark auch wieder entsprechend so schön, wie es bei uns jetzt gestern und heute war. Wir werden jetzt, es geht eh schon hoch auf 13 Kilowattstunden, wir merken jetzt auch langsam durch die Geräusche vielleicht, die Autobahn wird schlechter, hat natürlich auch den Grund, weil die Back sehr viel befahren wird. Wir sind jetzt bei Wolfsberg Nord, bis Graz sind es noch 69, 68 Kilometer. Wir werden jetzt jenen Abschnitt starten, den wir als Pack bezeichnen. Das Ganze dann oben am sogenannten Packsattel erreichen wir die Spitze. Das heißt also, ich gebe jetzt noch schnell ein kurzes Zwischenfazit.
Das könnt ihr euch dann merken. Es wird dann oben nochmal eins geben und dann wird man schon merken, dass hier der Verbrauch jetzt deutlich angezogen hat. Also es, wir verlieren jetzt hier definitiv 20% oder 25% der Kapazität. Danach aber werden wir sehr wenig nur mehr verlieren, weil dann geht es eigentlich nur mehr bergab und der Rest der Strecke, das sind nur mehr 3-4 Kilowattstunden, also da werden wir nicht mehr so viel verlieren. Wir haben jetzt wie gesagt 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, 136 Kilometer sind Rest, 81 Kilometer sind wir gefahren und 94 km/h haben wir Durchschnitt. Diese Ampel signalisiert jetzt quasi den ersten Tunnel vor der Backe, also sprich, jetzt geht's bergauf. Jetzt wird auch der Ioniq, er geht schon hoch mit den grünen Balken in Richtung weißer Bereich, also sprich, wo er dann weniger effizient, weniger sparsam natürlich dann ist. Man erkennt es vielleicht auf der Kamera nicht so gut, ich weiß nicht, noch ist das Gefälle, die Steigung nicht so extrem, aber es geht jetzt halt auf jeden Fall bergauf und auch der Ioniq kann nicht zaubern, wir verlieren jetzt unsere Kapazität zum Teil, weil es halt jetzt eben stark bergauf geht, aber bis jetzt darf man sagen, 3-4 Kilowattstunden, Tendenz eher Richtung 3 Kilowattstunden, 3,5 Kilowattstunden, wäre jetzt der Unterschied zum Zoe, wenn man es vergleichen würde. Und wenn man das auf 200 Kilometer umlegt, dann haben wir eben quasi 6 Kilowattstunden um. Deswegen sage ich dann immer, da müsste der Zoe 34 Kilowattstunden haben. Wir wissen, er hat es. Im Winter hat er 38 circa nutzbar. Also unter optimalen Bedingungen kann der Ioniq durchaus zum Zoe aufschließen. Im Sommer bin ich mir sicher, wird es trotzdem noch immer einen Reichweitenvorteil für den Zoe geben. Ändert aber nichts daran, dass natürlich der Stromverbrauch höher ist und damit die Kosten. Auch beim minutenbezogenen Laden ist es halt besser, wenn man in einer halben Stunde voll ist, als wenn man dieselbe Menge in einer Stunde reinlädt. Ist halt so. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber im Sommer wird der Zoe definitiv einfach nur mal ein bisschen die Nase vorne haben. Wird aber gut sein, weil immerhin hat er 50% mehr Kapazität. Im Winter, glaube ich, wird es mir möglich sein und glaubt es mir, es wird möglich sein, werde ich den Ioniq weiter bewegen als den Zoe. Ich glaube, aufgrund der fehlenden Batterieheizung wird den Zoe der Winter, wir haben sie gesehen, 180 Kilometer von Nefts 400 eigentlich, wird es den Zoe, glaube ich, stärker treffen als den Ioniq, aber wie gesagt, wenn sie gleich auf sind, dann ist das noch immer ein sehr gutes Ergebnis, weil 28 Kilowattstunden stehen ja ein bisschen immer so noch immer in der Kritik. Ja, 28 Kilowattstunden, das ist ja Last Gen, das ist ja vorige Generation, das ist ja, also ich habe jeden zweiten Tag Leute, die sagen, ach, wenn der nur mehr Kapazität hätte. Das spielt keine große Rolle, er ist so effizient, er gleicht das aus. Hyundai hat genau gewusst, warum sie den Akku in dieser Größe quasi definiert haben. Man darf auch nicht vergessen, da geht es auch um Kosten, da geht es auch in Zukunft dann um gewisse Dinge, da geht es auch um so Sachen wie Leistungsdichte, Ladegeschwindigkeit und solche Sachen. Das heißt also, man sieht es beim Zoe ganz gut und auch vielleicht auch bei anderen, ich meine, die haben beide LG-Zellen. Der Ioniq wird mit 2,5C befeuert, also sprich maximal 70 kW und dauerhaft mit 45 kW, 40 kW. Und der Zoe, da muss man schon froh sein, wenn man auf 34 kW kommt, weil er schafft knapp 40 kW, aber nur ganz kurz und dann und das nur, wenn er leer ist und optimal und alles warm ist und dann geht er sofort runter. Das heißt, da sieht man eigentlich, wohin das führt, wenn man zu viel auf die Energiedichte der Zellen Wert legt. Da muss man dann halt irgendeine Richtung Abstriche machen. So. Bad St. Leonhard, das ist jetzt so quasi die erste Etage, die erste Kuppel mit dem Gräberntunnel. Der Back, es geht noch ein bisschen bergauf. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch lange den Empfang haben. Da vorne kommt, glaube ich, das Stück, wo der Empfang vielleicht ein bisschen kritisch wird. Wenn das nicht wird, freue ich mich auch. So soll es sein. Wir haben jetzt noch 120 Kilometer Rest, bei 14,3 Kilowattstunden im Durchschnitt, finde ich noch immer genial. Und wir haben, also er zieht jetzt 16 kW, wir haben 95 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, eine Stunde fahren wir schon und wir haben 89 Kilometer geschafft.
das passt sehr gut. Der BMW-Fahrer hat es jetzt vielleicht nicht gesehen, ich schon. Als alter Polizist schaut man genau. Es hat ein Überholverbotszeichen gegeben, aber wie man sieht, ohne Blinker. Ja, die Leute scheißen sich nichts. Ist halt so. Soll mir egal sein. Ja, wir haben jetzt noch kapazitätsmäßig 52%. Das heißt also, würden wir die ganze Strecke mit dem Verbrauch fahren, den wir bis jetzt gehabt haben, würden wir mit 10-15% rankommen. Das wäre dann eigentlich vergleichsweise wenig. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir jetzt dann knappe 32-33 Kilometer nur mehr bergab fahren. Das ist so quasi wieder die Belohnung für den, finde ich, doch ordentlichen Aufstieg der Back. Hier kommt es auch zu Temperaturschwankungen, also wenn es unten 7-8 Grad hat, haben wir hier auch oft gern minus 1 Grad. Wir haben jetzt schon nur mehr 12 Grad. Vielleicht hört man es kurz, den Unterschied vom Geräuschpegel her. Vielleicht kommt noch mal so ein Stück, dann bin ich leise. Hört man den Unterschied zwischen schönen Asphalt und kaputten Asphalt. Und da ist er wirklich leise, der Ioniq. Also das passt wirklich. Ja, vielleicht war es ein Audi, keine Ahnung, vier Ringe. Also ich glaube, es war aber ein BMW. Und wir schauen uns das jetzt an. Wir sind also hier jetzt an vor Bad St. Leonhard, Backsattel. Verbrauch geht nur immer nach oben. Auto lenkt weitestgehend selbstständig. Darf es natürlich nicht, tut es auch nicht. Ich bin natürlich da, aber er nimmt mir echt viel ab. Also er sieht auch wirklich den Kurvenverlauf sehr gut. Und noch einmal für eine geschenkte Funktion, also die quasi einfach im Kaufpreis schon drin ist, serienmäßig, zeigt es mir ein Elektroauto, dass das hat. Also es ist einfach genial. Ja. So. Nein, BMW-Fahrer dürfen das nicht und schon gar nicht mit einem Dieselmotor drinnen. Die dürfen gar nichts, die dürfen nur verkaufen und Elektro kaufen. Jetzt schauen wir mal das letzte Stück, das raufgeht. Der Verbrauch ist gar nicht so extrem. Also er braucht jetzt gerade 30 kW an Leistung, die er quasi zieht. Aber wir haben einen Durchschnitt von 15 Kilowattstunden und 48% noch immer Rest. Graz ist in 52 Kilometern. Wir sind auch bald an der Raststation Oldtimer am Packsattel. Da gibt es übrigens mehrere davon in ganz Österreich. Und dreimal dürft ihr natürlich raten, wer den Besitzer dieser Oldtimer-Raststation einen Tesla verkauft hat. Ja, Applaus. Ist interessant. Und ja, ich fahre noch immer 104 km/h. Es hat sich daran nichts geändert. Man muss halt einfach dazu sagen, je höher der Durchschnittsverbrauch sich an die 104 km/h annähert, desto langsamer wird das Ganze. Und wenn man natürlich ein paar Minuten echt nur 30 gefahren ist oder so, dann dauert es natürlich ewig lange, bis sich das ausgleicht. Das ist halt leider so. Deswegen hätte ich vielleicht den Bordcomputer zurücksetzen sollen auf der Autobahn. Aber ich wollte eigentlich wirklich alles haben, weil wir werden dann auch ja natürlich 2-3 Kilometer in Graz auf der im Ortsgebiet fahren. Und da wird der Verbrauch auch wieder runtergehen. Aber es ist halt so. So, Thomas Hochreiter sieht zu, was so fällt dir ein, das heißt, du warst nicht die ganze Zeit dabei, das kann es nicht sein. Der Kevin schaut auch zu, sehr gut, vielleicht erreichen wir die 30, es sind 27 im Moment. Wir fahren jetzt das letzte Stück die Back hoch. Wie gesagt, es schaut eigentlich so jetzt auf dem Handy nicht so steil aus, es ist aber steil, also meine Ohren haben schon mehrmals einen Druckausgleich gemacht. Eustachische Röhre, gell? Kann besonders wehtun, wenn man verschnupft ist. Und es wird jetzt sozusagen die Steigung geringer. Das heißt also, es wird besser vom Verbrauch her. Es geht jetzt schon runter, er verbraucht jetzt nur 19 kW
also an Leistung zieht er 19 kW für diesen Anstieg. Also es geht jetzt nur mehr ganz wenig rauf und den Rest eigentlich gerade. Weil wir jetzt gerade da kein anderes Auto vor uns haben und ich hoffe, dass nach dem LKW keiner kommt, oder zumindest kein LKW, weil die blenden zurück, blende ich noch einmal für euch auf, dass ihr seht, wie das Fernlicht ist. Das ist jetzt quasi Fernlicht. Also man sieht schon ein bisschen was mehr, vor allem im oberen Bereich. Das passt eigentlich. So, wir werden jetzt gleich Backsattel erreicht haben. Da kommt dann übrigens eine Baustelle. Die wird dann mit 80 km/h, glaube ich, zu fahren sein. Es ist halt so, links jetzt die Raststation, die besagte Oldtimer-Raststation mit Eni-Tankstelle. Passt eigentlich recht gut. Darf man eigentlich nichts sagen. So. Zoe-like. Aha, was? Zoe-like. Fernlicht kannst du ausbauen. Das Fernlicht ist nicht schlecht, Freunde. Das, vielleicht vermutet ihr das jetzt durch die Kamera. Es ist so wie beim Leaf. Es ist nicht schlecht. Also es reicht aus, nur wir haben ein LED-Licht. Das LED-Licht leuchtet wirklich satt alles aus, leuchtet weit genug. Ich brauche kein Fernlicht. Also das können es von mir so rausschrauben, ich brauche es nicht. Auch im Regen. Also es reicht vollkommen. Okay? So. Jetzt sind wir eigentlich in Kürze oben. Die Reichweitenanzeige ist in Ordnung. Nein, da geht keine 95, weil wir halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Warum? Weil ich es auch mit Zoe so gemacht habe. Und es wird weder einen Vorteil zugunsten der Zoe geben, noch einen Vorteil zugunsten des Ioniq. Dass natürlich baulich bedingt ein LED-Licht vielleicht sparsamer ist oder die Energy Saver Reifen vielleicht sparsamer sind als die 15 Zöller Winterreifen. Dafür kann ich nichts, das ist halt so. Es ist halt einfach der Vergleich nicht anders möglich. So, Baustellenbereich kommt gleich. Wir sind noch nicht ganz oben, dafür ist mir der Verbrauch noch zu hoch mit 14 kW. Aber wir werden es jetzt dann gleich sein. Und dann schauen wir mal, ein Zwischenfazit können wir dann machen. Mich schreckt der Verbrauch jetzt überhaupt nicht, den wir im Durchschnitt haben. Ganz ehrlich, der Verbrauch ist jetzt nicht einmal so hoch wie bei der Zoe, wenn er auf der geraden 100 fährt. Also ganz interessant. Jetzt 80, wir werden jetzt auch runtergehen, Tempomat 80 bzw. 84, das können wir verantworten. Und wir sind jetzt nach Erreichen sozusagen des ersten Tunnels. Wie gesagt, ich kann nichts für Verbindungsprobleme. Werden wir ein Zwischenfazit geben. Nein, der Durchschnitt ist höher, Daniel. Er ist höher, aber es ist wirklich auch steil bergauf gegangen und jetzt geht es nur mehr geradeaus und bergab. Und das wird ganz spannend wegen des Segeln werden. So, bevor der Tunnel kommt, machen wir es noch schnell. 83 Kilometer ist Restreichweite. Aha, jetzt fahren wir rechte Schleuse. Das war letztes Mal nicht so. 83 Kilometer sind noch Restreichweite. Wir haben noch 40% im Akku. Das heißt, wir haben also 50% verbraucht. Normal, wir sind mit 91% gestartet. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Und das finde ich beachtlich. Witzigerweise haben wir 15,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, obwohl wir eigentlich 14 Kilowattstunden verbraucht haben. Also man merkt, es ist vielleicht schon ein bisschen ein Unterschied noch in dieser Hochrechnung, liegt aber vielleicht daran, dass er jetzt durch den Verbrauch vielleicht wieder an einen Durchschnittswert gerechnet hat. So, wir haben 103,6 Kilometer geschafft. 96 km/h ist der Durchschnitt bei 1 Stunde 8 Minuten Fahrzeit. Das heißt also wirklich, wir werden bis Graz sicher über die 100 im Durchschnitt kommen. Und das ist vollkommen ausreichend, weil ich habe oft beim Zoe 88 bis 90 Durchschnitt gehabt, obwohl ich 100 hier Tempomat drinnen gehabt habe. Ja, es ist halt so. Der Ioniq hat jetzt eigentlich verbrauchstechnisch geht er wieder sehr gut runter. Wir sind jetzt bei, ihr werdet es mir nicht glauben, 2 kW. Also er fährt die 84 km/h jetzt mit
2 kW auf der Geraden, 1 kW, 2 kW, da kommen noch 0,3 kW für die Elektronik dazu. Klima ist ja wie bekanntlich aus. Es hat 9 Grad, macht natürlich den Zellen wahrscheinlich eher wenig bis gar nichts, weil die sind ja schon warm. Man hört jetzt, es ist leise oder leiser, weil hier einfach neu asphaltiert wurde. Jetzt kommen die Steiermark, steiermarkische Grenze ist jetzt erreicht. Da vorne geht es dann jetzt auch wieder auf 100. Es kommt aber gleich die nächste Baustelle. Wir werden jetzt aber wieder auf 100 beschleunigen, 104. Weil meines Wissens sollte es jetzt immer mit 104 möglich sein zu fahren. Jetzt ist echt leise, es ist wirklich leise. Und das gefällt mir schon ganz gut. Also muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Wie die Reichweitenanzeige beim IONIQ jetzt reagiert, werden wir sehen. Ich glaube, sie rechnet schon auch hoch, aber ich glaube, sie bleibt schon eher auch gern stehen, bevor sie zu früh hochrechnet. Schauen wir mal. Das Fahrwerk ist göttlich, also es wippt gerade ein bisschen auf diesen Asphaltplatten, die man da verbaut hat. Eben, ich sage ja, alte Straßen. Sehr angenehm, also sehr angenehm zu fahren. Das ist, also es fühlt sich wirklich sehr gut an. Nicht zu hart und nicht zu weich. Das passt perfekt. So. Passt. Wir sind jetzt auf der Geraden. Ja. Es passt eigentlich sehr gut. Der Kastenwagen vor uns, was auch immer der da jetzt drauf hat am Dach, wird wohl oft jetzt ein bisschen Gas geben, weil ich habe keinen Bock eigentlich den vor mir zu haben. Jedoch das Auto vor ihm dürfte auch kein schnelles sein, nein. Das heißt, jetzt muss ich den auch noch überholen. Problem ist, der hinter mir wird sicher auch schneller werden wollen. Vorteil, jetzt geht es bergab. Oder zumindest jetzt beginnt das Gefälle sozusagen ein bisschen zu wirken. Noch nicht ganz so schlimm, aber es wird langsam. Und wir sind jetzt quasi vor der Abfahrt Modriach. Das ist also eine jetzt der ersten Ortschaften der wunderschönen Steiermark. Wir haben jetzt keinen Verbrauch mehr. Der IONIQ segelt jetzt mit 0 dahin und wird in Kürze, schätze ich einmal, auch in die erste Phase der Rekuperation gehen. Vielleicht als Zwischen. Interessant, er zeigt sogar Rekuperation mit minus 2 kW an, ohne einen Balken anzuzeigen. Wir haben jetzt, vielleicht noch zur Info, genau, Reko-Stufe, ihr fragt die ganze Zeit Reko-Stufe. Wenn man mit einem adaptiven Tempomat fährt, ist die Reko-Stufe egal, das spielt keine Rolle. Selbst wenn man auf Segeln einstellt, rekuperiert er, wenn es notwendig ist, weil der Abschutzregeltempomat zwingt dich ja zum Bremsen. Und bevor er bremst mit der normalen Reibungsbremse, also mit der normalen Betriebsbremse, macht er natürlich Rekuperation. Es spielt also keine Rolle, ich habe es auf Maximalfaktor 3 eingestellt, es spielt keine Rolle, ob ich die Rekuperation an oder aus habe. Die ist nur dann wichtig, wenn ich selbst das Steuer übernehme, kein Tempomat drin ist, beziehungsweise der Abstandsregeltempomat nicht drin ist und ich selbst das Steuer und das Fahren komplett übernehme. Ich möchte aber mit dem Tempomat fahren, es ist so angenehm. Für die Autobahnstrecke ist es perfekt. So, gut, perfekt. Der Daniel hat es jetzt gelesen und gehört. Passt also perfekt. So, was haben wir anzubieten? Es sind noch einige Balken da, aber sie werden weniger. Wir haben noch 78 Kilometer Restreichweite. Man muss aber dazu sagen, noch ist nicht viel mit Segeln. Es geht ja noch immer geradeaus, aber jetzt kommen wir dann endlich in die Wohlfühlphase, wo es wirklich schön lang bergab geht. Das Gefälle ist, wie gesagt, nicht stark genug, dass man mit dem Zoe viel rekuperieren hat können. Wir werden nun sehen, ob der IONIQ dank des effizienteren Strömungswiderstandes da eventuell doch eine bessere Bilanz ziehen kann. Und ich glaube, dass der IONIQ doch eher ein bisschen in die Rekuperation gehen wird. Viel ausmachen wird es vielleicht nicht. Wir haben jetzt 12 kW, 13 kW, die er noch zieht auf der Geraden. Die er braucht 7 Grad Außentemperatur, es ist also kühler geworden. Und Durchschnitt ist 14,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, Tendenz sinkend, also es geht bereits wieder bergab. Mit
der Anzeige. 76 Kilometer Rest, wie gesagt, 112 sind wir schon gefahren. Ergebe rechnerisch noch immer knapp 190 Kilometer bei 96 km/h im Durchschnitt. Wir werden aber jetzt in Kürze nach dieser Raststation Herzogberg, da wird sich eigentlich eine Ladestation anbieten für die älteren Elektrofahrzeuge, aber leider gibt es keine. Jetzt wird es dann bergab gehen und das finde ich wirklich interessant. Übrigens, wenn ich angekommen bin, ich bin mir sicher, der Peter Pötzi wird mich einholen, beziehungsweise er wird sicher kommen. Ich werde dort laden. Ich werde aber von dem Ladevorgang natürlich kein Live-Video mehr machen, weil das hätte einfach keinen Sinn. Wir wissen eh, wie schnell der Ioniq lädt und wir werden auch dann ein Foto davon zu sehen bekommen. Aber es genügt, wenn wir jetzt einmal fahren. So, jetzt merkt man schon, jetzt sieht man es vielleicht schon gut, es geht jetzt langsam bergab. Der Ioniq segelt jetzt faktisch nur immer mit 000. Das tat auch der Zoe, muss man dazu sagen. Und es sollte nach dieser Kurve meines Wissens nach die erste Kurve kommen, wo rekuperiert werden kann. Er rekuperiert auch jetzt schon mit einem kW. Geht jetzt wieder auf 0. Also es wird jetzt natürlich Zeit, dass es bergab geht. 8 Grad hat es schon wieder, weil natürlich wir gehen jetzt ein bisschen bergab, wieder ins Tal hinunter. Es wird ein bisschen frisch, aber nicht ungut bei den Füßen. Es wird frisch, weil der Ioniq trotzdem, auch wenn die Lüftung aus ist, irgendwie lüftet. Also man merkt richtig, man denkt, das ist die Gebläsestufe ein. Er lüftet trotzdem durch. Finde ich im Winter vielleicht nicht prickelnd, im Sommer ist es perfekt, weil es kommt genug Frischluft, es kostet null Energie und trotzdem haben wir genug Frischluft im Raum. Und ein bisschen aufblenden, könnt ihr noch ein bisschen schauen, dass das Aufblendlicht nicht so schwach ist, wie alle immer tun. Also man sieht, er leuchtet auch da drüben aus ordentlich. Das genügt, genauso soll es sein. Wir rekuperieren jetzt mit 7 kW, 6 bis 7 kW. Das wird er jetzt höchstwahrscheinlich auch bis zum Fuß der Back. Und jetzt geht es runter mit dem Verbrauch. Wir haben schon 2 Kilometer dazu gewonnen, sind jetzt auf 75 Kilometer Rest. 14,4 Kilowattstunden, 37% sind noch da im Ioniq Akku. Das passt eigentlich echt gut. Genau, Fernlicht, also es kommt jetzt niemand entgegen. Ah, jetzt schon. Man sieht also, es geht echt gut. Es ist nicht schlecht, das Fernlicht, wirklich. Es ist nicht schlecht, aber es ist halt kein Voll-LED. Es ist auch nicht auf Niveau vom Big Xenon, vom Fernlicht her, oder halt vom Xenon. Aber das Abblendlicht ist hervorragend. Und zwar nicht, weil es einfach nur LED ist, sondern es wird, man sieht es eh auch auf dem Video, es wird schön ausgeleuchtet, es wird breit ausgeleuchtet, es gibt keine Flecken, das ist leider beim Leaf etwas, was mich gestört hat, da sieht man so fleckartig die LED-Ausleuchtung. Hier ist es wirklich schön stark, man sieht auch schon, dass er die rechte Seite etwas stärker ausleuchtet als die linke. Das ist auch gut so, weil wir fahren natürlich auf der rechten Seite. Wenn wir jemanden überfahren, dann überfahren wir ihn auf der rechten Seite fahrend. Und deswegen ist es schon gut, wenn man hier rechts mehr sieht. Ist auch bei den anderen Autos grundsätzlich gleich. Auch beim Zoe, glaube ich. Passt also. So, er rekuperiert ordentlich. Minus 8 kW, minus 7 kW. Hat noch immer 75 km Reichweitenanzeige. Wie gesagt, korrigiert er anscheinend nicht so schnell. Ist man auch recht. Es ist mir lieber, er zeigt ein bisschen konservativer an, als er zeigt es zu optimistisch an. 14,0 Kilowattstunden haben wir jetzt schon. Das heißt also, ich werde sicher mit meiner These zwischen, sagen wir mal, 11 und 12, vielleicht eher 12,5, werde ich schon hinkommen. Auf jeden Fall, wir werden unter 14 sein, bis wir in Graz sind. Wir werden somit ehrliche 200 Kilometer haben. Ich sehe da kein Problem. Und noch einmal möchte ich betonen, wir haben die Back hinter uns. Die Back ist kein kleiner Gebirgspass oder Berg, sondern da geht es schon ordentlich rauf und da beißt es sich
manche Elektroautos die Zähne aus. Also der Leaf hat unten 80-85% voll sein müssen, sonst ist das in die Hose gegangen. Der hat wirklich 15-40 Kilowattstunden haben müssen, sonst wäre das, wie sich das nicht mehr ausgegangen. Es ist einfach so. Und das muss man auch einmal sagen, dass das keine leichte Strecke ist. Und der Florin Oswald, glaube ich, auch, aber der Andreas Schneider und auch der Thomas Hochreiter kennen diese Strecke und die wissen auch, dass die Back eine nicht zu unterschätzende Sache ist. Aber es geht, wie gesagt, auch bergab auf der anderen Seite. Das ist natürlich schon ein Vorteil. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Verbrauch. 5 kW, immerhin, aber wir haben ein bisschen Verbrauch, weil es jetzt wieder ein Teilstück gerade geht. Das ist so dieses berühmte Teilstück, wo ich leider beim Zoe wieder einen Tempomaten aktivieren habe müssen, weil er da nicht mehr gesegelt hat oder zumindest nicht mehr genug gesegelt hat, als dass ich die Geschwindigkeit halten konnte. Jetzt wird es langsam wieder gefälliger im doppelten Sinne des Wortspiels. Wir müssen das wirklich genauer betrachten. So. Es ist auch interessant, dass jetzt ein paar Freunde und langjährige Weggefährten dazugeschaltet haben, die vielleicht überhaupt nicht wissen, warum ich live bin. Richtet sich natürlich an die Elektromobilisten in erster Linie, aber ist interessant zu wissen, dass man mit einem modernen Elektrofahrzeug im Durchschnitt, das ist natürlich ein sehr guter Wert. Wir rekuperieren noch immer. Es bleibt bei den 76 Kilometer Reichweite. Wir haben 124 Kilometer gefahren, haben 97 km/h Schnitt, 1 Stunde 21 haben wir gefahren. Auch ein wichtiger Punkt, mit Tesla, als ich die Strecke gefahren bin, habe ich natürlich immer 130 drauf gehabt, wo es möglich war, weil da war die Energie egal, ja. Weil er Supercharger am Ziel war. Da bin ich die Strecke in 1 Stunde 20, 1 Stunde 30 gefahren. Wie gesagt, die Hälfte der Strecke ist halt eigentlich die Back und da kann man nur 100 fahren oder sollte man 100 fahren. Und jetzt haben wir 1 Stunde 22 zugebracht und wir sind schätzungsweise 20 Minuten vom Ziel entfernt. Das heißt also, wir sind 10, 12, 13, 14 Minuten schneller, wenn wir 130 fahren. Haben aber einen viel höheren Verbrauch und deswegen ansonsten sehe ich keinen Grund, schneller als 105 zu fahren, weil eh überall im Durchschnitt das rauskommt, weil man eh überall die Tunnel hat. Und bevor ich mir dann noch ein Strafmandat hole und 30, 40, 50 Euro Strafe zahle, lasse ich es lieber. Ja. So, gut. Wir sind wieder da, sehr gut. Ich meine, natürlich kann man den Ioniq weiter runterkriegen. Man muss einfach 11,5 Dino, 11,5 glaube ich nicht. Renault Störsender, ja, das ist genau richtig, das ist gut. Wo ist der Stefan? Ich bin schon wieder da. Ihr seid wahrscheinlich ein bisschen zeitverzögert, aber ich bin schon wieder da. Ihr seht es vielleicht anscheinend verzögert, was ich schon aufgenommen habe. Ja, wieder da. Okay, Stefan Blum wieder da, das heißt, ihr seid 20 Sekunden hinten nach, es sei denn, es wird jetzt wieder hochgespult. Und ich habe auch immer 104 Tempomat drin, richtig? Also ich habe immer die 104 drinnen. Das will ich so haben. Ich will jetzt das Handy nicht aus der Verankerung nehmen. Ich habe 104 immer drin. Der Durchschnittsverbrauch am Ziel wird dann dafür stehen, dass ich die 104 wirklich immer gefahren bin. Wir haben jetzt 12,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. 11,5 halte ich zumindest bis zum Ziel für unrealistisch. Das ist zu wenig Strecke mit zu viel Autobahnanteil, aber vor allem zu wenig Strecke, als dass ich jetzt sozusagen der Durchschnitt wieder nach unten begeben kann, auch wenn er es würde. Wir werden sicher irgendwo zwischen 12 und 12,5 landen. Für mich ist das noch immer ein hervorragender Wert. Das sind 230 ehrliche Kilometer. Damit genau das,
mit dem ich auch heute gestartet bin. Und darauf kommt es an, in meinen Augen, dass man sich auf die Anzeige und auf die angezeigte Reichweite verlassen kann, dass das auch wirklich funktioniert. Aber man muss auch realistisch bleiben. Ich sag, Landstraße, wenn man wirklich gut fährt, 260, 270 sind sicher möglich. Also wir kriegen es sicher auf 10, XY oder 11 runter, auf der Landstraße auch. Und 250, also wir kommen auf Q90 Werte, kommen circa hin, aber wir können nicht utopische Werte annehmen, das ist einfach nicht richtig. Wir sind jetzt am Fuße der Back. Wir sind am Fuße der Back und nähern uns Mooskirchen. Jetzt, ich blende nochmal auf, man sieht da noch ein bisschen besser runter. Vielleicht seht ihr das dann. Naja, seht ihr es vielleicht nicht, aber ich werde es probieren, durch aufblenden vielleicht. Ich hoffe, dass ich den armen Mann da drüben jetzt oder die Frau nicht blenden muss, unnötig. Aber vielleicht ganz kurz. Man sieht es jetzt, da oben steht es. Graz. Ja, wir sind jetzt also quasi am Fuße der Back. Somit haben wir jetzt eigentlich nur mehr 20 Kilometer circa zu fahren. Ich kann es eigentlich genau sagen. Ja, 25 Kilometer sind noch zu fahren. Wir haben 78 Kilometer Restreichweite. Wir haben 133, 134 Kilometer bereits gefahren. Bin aber dankbar dafür, dass kein Regen ist. Dankbar dafür, dass kein Stau ist und dass nicht viele Leute vor mir waren. Ist halt der Vorteil, wenn man sonntags fährt. Wir haben 97 km/h Durchschnitt. Also wir werden die 100 Durchschnitt, wie von mir angekündigt, ganz sicher schaffen. Wir haben jetzt jemanden, klatsch, 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 du bist super, ich weiß, ich hätte nach rechts fahren sollen, danke, überholst mich halt rechts, ist mir auch recht, ist zwar verboten in Österreich, aber okay, machst es halt, ist halt leider so. Gut, 1 Stunde 30 Minuten sind wir gefahren und natürlich das Wichtigste für euch, 12,6 Kilowattstunden im Durchschnitt. 36% sind noch im Akku. Das heißt, wir haben 55% verbraucht. Das würden jetzt also 55% würden, sage ich jetzt einmal hochgerundet, 15 Kilowattstunden, 16 Kilowattstunden entsprechen, ja 15 Kilowattstunden entsprechen. Und das haben wir auf 135 Kilometer verbraucht. Also durch 1,35 kommen wir auf die 12 Kilowattstunden Autobahnverbrauch und das muss ich sagen, das ist nicht so schlecht. So, wo ist meine Wasserflasche? Da ist sie. Perfekt, ohne die geht gar nichts. So, also wir trudeln langsam in die Peripherie der Stadt Graz. Das heißt, wir sind ein bisschen mit der Zeit hinten, glaube ich. Also ich bin normalerweise etwas früher da. Bin aber um 20.15 Uhr erst losgefahren, beziehungsweise um 20.25 Uhr, weil ich 10 Minuten diese Halterung abmontieren müssen. Und ich werde sie aber auch heute auch wieder demontieren, weil es schaut erstens kacke aus. Sie ist ja mitten in der Scheibe platziert. Ist, glaube ich, gar nicht so zulässig. Und zweitens, sie hinterlässt Innenabdrücke und das ist so hässlich. Ich habe heute das Auto geputzt. Ich habe keine Lust, dass ich da die ganze Zeit das Auto putze. Aber vielleicht gibt es ja mal ein bisschen ein cooleres Equipment. Nein, die Wasserflasche ist für mich. Wie gesagt, ich fahre gern mit dem Ioniq. Gell? Auch noch nach einer Woche. Und bin mir sicher, da werden noch viele Wochen folgen. Deswegen habe ich damit kein Problem, das festzuhalten. Ich sehe, es sind jetzt 18, 19 Leute, die mir zuschauen. Es sind also einige entweder schlafen gegangen oder nicht mehr so interessiert, wobei man sagen muss, wahrscheinlich warten viele das Ende ab. Begrüße den Herrn Doktor, der Michael ist auch da. Also ich kann bis jetzt wirklich nur sagen, der Ioniq ist jeden Cent wert, den ich ausgegeben habe. Also ich bin ja eigentlich ein Autokäufer, also ich kaufe meine Autos immer. Vielleicht hätte ich es über die Firma natürlich mit Leasing machen können oder sollen, aber ich wollte jetzt als Startup noch nicht viel Aktivpostenbildung haben in der Firma. Ich hätte sowieso Cash zahlen wollen, also es spielt keine Rolle, bin zufrieden und das passt eigentlich.
So. Machen wir halt wieder ein kurzes Zwischenfazit, aber viel geändert hat sich nicht. 12,5 Kilowattstunden sind es bei 34% Restkapazität. Wie gesagt, noch einmal für alle, die jetzt zugeschaltet haben, 34% Rest. Mit 91 sind wir gestartet. Wir sind nicht voll gestartet. Mit 91 sind wir gestartet. Das heißt also, 71 Kilometer sind Rest. Wie gesagt, wir haben 140 Kilometer zurückgelegt, 20 Kilometer sind es also noch, mit 98 Schnitt in 1 Stunde 30 Minuten. Damit ist einmal fix geklärt, wir schaffen es natürlich, egal was wir jetzt anstellen. 110 in Frankfurt, Frankfurter Bereich, bei München ist auch 120, also ich weiß nicht, was die Leute in Deutschland immer haben mit unlimitiert fahren, da sind wir teilweise in Österreich schneller. So. Energieverbrauchstechnisch, ja, 14 kW, 15 kW, es geht ein bisschen bergauf noch, das letzte Stück, ist auch okay. Ich sag halt, wir werden auf den üblichen 12,5 Kilowattstunden stehen bleiben, ist meine These. Ich werde auch dann nach der Autobahnabfahrt noch einmal definitiv den Durchschnittsverbrauch durchgeben, weil ich weiß, dass man sonst eventuell sagt, naja, du bist ja noch gemütlich 2 Kilometer quasi segelnd in der Stadt gefahren und das drückt natürlich den Verbrauch. Habe ich nicht vor. Es interessiert mich der Autobahnanteil. Rechts jetzt Raststation Kaiserwald in Dobel bei Graz hat nur einen Dual DC Lader und 2x22 kW. Heißt also, genau darum geht es mir. Normalerweise würde ich jetzt hier stehen bleiben, weil es dann schneller für mich wäre. Heißt also, hier hätte der Zoe keinen Vorteil. Hier gibt es keine 43 kW, aber der Ioniq könnte gemütlich DC laden. So, wir werden jetzt einmal die Spur wechseln, weil sonst wird es da gleich ein bisschen zu LKW-lastig. Gott sei Dank haben wir 3 Spuren. Das ist in Ordnung. So kann uns der liebe Herr da links jetzt noch überholen. An dieser Stelle vielleicht ganz eine kurze Info, bevor es dann wieder heißt, eventuell, ja, es ist so laut, das Auto, es ist jetzt recht leise. Aber es kommt jetzt gleich ein Bereich, wo so Betonplatten irgendwie mit Rillen verbaut wurden. Und da hört man jetzt singen, so zzz, also das hört man jetzt gleich. Vielleicht hört es genau zu, dann hört es auch. Das hat nichts mit Reifen zu tun und auch nicht mit, mit dem Auto, sondern das ist halt definitiv da einfach die Beschaffenheit der Fahrbahn. So. Ioniq fährt und fährt. 31% sind noch Rest. 11 kW zieht er im Moment. 12,5 ist im Durchschnitt. 64 Kilometer haben wir noch Restreichweite. Wir sind 144, 145 Kilometer gefahren. Bei 98 Schnitt. Jetzt hört man das Singen ein bisschen. Jetzt ist vorbei. Also es ist schon okay, aber wir müssen realistisch bleiben. Ich halte die 16 bis 17 bei 130 km Tempomat für realistisch. Ich halte die 12 bis 13, 11 bis 12, also zwischen 11 und 13 auf der Autobahn bei Tempomat 104, 105, das spielt keine Rolle, für realistisch. Ich bin mir auch sicher, es wird im Stadt-Land-Bereich mit unter 10 oder knapp über 10 möglich sein. Wir müssen da einfach realistisch bleiben. Das ist ja bitte ein Top-Wert. Das ist ja ein 1-Liter-Auto. Das ist ein Top-Wert für ein Elektroauto. So, Baustellenbereich Graz-Ost kommt bald. Auch mit Flughafen. Ich weiß nicht, ob da 80 oder 100 sind. Ich glaube, es sind 80. Es tut mir leid, dass jetzt da vielleicht dann der Verbrauch ja nach unten gedrückt wird, aber Freunde, mit dem Zoe bin ich das auch gefahren, aber auch die Baustelle schon. Also ist es fair, wenn auch hier jetzt die Geschwindigkeit eben gedrosselt wird. Sie wird gedrosselt. Ich sehe es schon, wir müssen auf 80 runter. Das machen wir jetzt auch, 84. Das ist relativ scharf mit den Radars, deswegen werden wir uns da jetzt anpassen, geschwindigkeitstechnisch. Da Jürgen, also Jür und Nachname Gen, war ja heute schon beim Flughafen
beim Gratis Energie Steiermark Triple Charger. Kennt also die Baustelle, wird das bestätigen können, dass das halt leider nicht anders geht, dass man hier eben eh schon 84 Tacho, also quasi 80, 81 ehrliche fährt. Und es ist leider so. Mein Handy meldet mir jetzt, Batterie fast leer. Das ist aber witzig, das heißt, der hat sich eigentlich das Sleeve, das Ladesleeve, also das Akkusleeve, gar nicht eingeschalten gehabt, das habe ich versehentlich deaktiviert. Org. Cool, dass er so lange das Streaming durchgehalten hat. Jetzt kriegt er natürlich wieder ein bisschen Strom. Wird aber sicher reichen für die restliche Strecke noch. Und auch hier überholen mich ein paar. Okay, ich fahre halt schneller als die 84, die erlaubt sind. Der ehrenwerte Martin Swoboda, mein alter Freund, der schaut dazu. Sehr gut, das freut mich. Und das funktioniert. Es wird in Kürze auch hier in der Nähe eine Ladestation geben, eine ganz besondere. Der erste, oder zumindest einer der ersten Ultra-Schnelllader, wo genau darf ich, kann ich, will ich nicht verraten. Vor allem, weil das ja noch nicht fix sein muss, aber relativ fix. Aber in der Nähe, und das ist cool, weil das sind 150 kW. Und wenn sie das wirklich hinbekommen und das machen mit den 150 kW, dann wäre das schon eine feine Sache. Obwohl ich dort wahrscheinlich nie laden würde, weil extra dafür zahlen möchte ich jetzt auch nicht. So, Baustelle geht noch immer. Wir sind noch immer auf den 80er fokussiert. Es sind jetzt schon zwei Radars gewesen. Deswegen wirklich die Info an alle. Auch hinter mir die großen SUV fahren alle 80. Das wäre einfach gescheit, weil die sind sicher scharf und der Staat braucht Geld. So, ist auch vor allem voll schön, dass der Jürgen Sangl so lange dabei ist und mitschaut. Aber wir sind noch immer auf 12,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben 29% Rest. 8 kW zieht er. Wir haben 59 Kilometer Rest, haben wir gesagt, ja. Wir haben 151 Kilometer geschafft, das heißt, es sind jetzt nur mehr 9 Kilometer, dann sind wir am Ziel. Wir haben einen 98er Schnitt. Es wird wahrscheinlich entgegen meiner Vorankündigung leider ein 100er Schnitt nicht mehr drin sein. Ja, es sind schon 97 jetzt, also man sieht, er geht halt jetzt runter, weil wir ja auch unter 90, unter 97 fahren. Macht aber nichts, wir sind jetzt gleich Graz Ost, Knoten Graz Ost. Das ist unsere Abfahrt, die werden wir nehmen. Damit ist es dann sozusagen der Autobahnanteil ist es dann gewesen. Der Spurhalteassistent ist jetzt gerade ausgegangen. Er geht jetzt wieder, also er erkennt die orangen Linien. Ich versuche es einmal ein bisschen zu wirken zu lassen. Ja, er lenkt selbst, also er erkennt die orangen Linien, hält sich aber, wie schon erwähnt, sehr stark, finde ich, an die linke Seite. Vielleicht ein bisschen weiter nach rechts wäre nicht so schlecht, aber auf der anderen Seite ist es rechts ziemlich schnell die Betonleitwand und vielleicht ist da doch irgendwo besser, man hat vielleicht einen Spiegelkonflikt, eventuell, es ist eh noch innerhalb der Markierungen deutlich, als dass man vielleicht rechts sich irgendwie alles abfetzt. So, wir sind verbrauchstechnisch noch immer auf 12,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, ist halt klar, weil der Großteil der Strecke hat diesen Verbrauch zutage gefördert. Graz Ost, Buchwerk ist jetzt die Abfahrt für alle, die aus Deutschland, das sind doch einige, zuschauen, vielleicht die Info. Graz ist die zweitgrößte Landeshauptstadt in Österreich mit, wenn ich mich jetzt irre, ganz sicher Richtung 300.000 Einwohner, wenn nicht sogar mehr mit der Agglomeration sozusagen. Wir gehen jetzt aus dem Tempomat-Modus, ich schalte jetzt ein bisschen auf Segeln, um das einfach noch auszunutzen. So, Graz ist keine Kleinstadt, Graz ist eine größere Stadt. Natürlich ist es nicht München, natürlich ist es nicht Köln und Frankfurt und weiß was ich was.
Aber es ist die zweitgrößte Landeshauptstadt in Österreich, das muss man so anerkennen. Und da gibt es natürlich auch alles, ist aber auch eine sehr schöne Stadt grundsätzlich. Wien ist halt natürlich eine eigene Geschichte, muss man mögen, ist aber mittlerweile mit über 1,7, 1,8 Millionen Einwohnern im Einzugsgebiet Agglomeration bereits die zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin. Also auch Hamburg und München sind kleiner und somit hat Österreich eigentlich die zweitgrößte deutsche, deutschsprachige Hauptstadt, Bundeshauptstadt, Landeshauptstadt anzubieten. So. Wir sind jetzt hier wieder in einem Bereich, wo wir nochmal 104 fahren können. Das werden wir auch machen. Quasi das letzte Zubringerstück von Graz Ost bzw. Graz Buchwerk. Jetzt habe ich es leider versäumt zu erwähnen, ist sicher interessant für alle Nicht-Steirer. Magna Steyr ist hier beheimatet, baut Mercedes-Benz G-Klasse, baut Motoren für BMW, Dieselmotoren, baut Jaguar-Fahrzeuge, ist also nicht nix. Hier bei dieser Abfahrt jetzt wäre auch der Weg zum Tesla Supercharger, zum Tesla Service Center, Tesla Store Graz in der Maxstraße. Wie gesagt, 2 Jahre mein Arbeitgeber. Wir kommen jetzt eigentlich recht deutlich in das Stadtgebiet von Graz. Das heißt also, der Andreas Schneider wird sich erkennen, ich glaube, der war da auch schon. Jetzt kommen wir zum sogenannten Murpark, also ein Einkaufszentrum mit 6 Typ 2 Ladestationen, also recht gut ausgebaut. Der Murpark an dieser Stelle, also Graz-Liebenau, ist auch sehr großer Porsche-Händler, also Seat, Skoda, die ganzen VW-Konzern-Fahrzeuge. Wir haben jetzt die 60, wir werden jetzt also die Rekuperation aktivieren. Wir müssen es noch drüber schaffen. Gott sei Dank ist die Ampel uns heute gewogen. Und wie ich es befürchtet habe, natürlich ist der Verbrauch jetzt auch runtergegangen, das heißt also, aufgrund der doch jetzt deutlich effizienteren oder verbrauchsärmeren Fahrweise, weil wir halt keine Geschwindigkeit auch mehr haben, sind wir jetzt auf 12,4 Kilowattstunden. Ganz kurz ein letztes Zwischenfazit vor dem Ende: Wir sind 158 Kilometer gefahren, 97 ist der Schnitt, das ist okay. 12,4 Kilowattstunden haben wir. 26% haben wir noch Rest, das entspricht 53 Kilometern, das entspricht also den ehrlichen 200, 210 Autobahnkilometern, die man auf dieser Strecke sich erwarten darf. Ja, und wir werden jetzt quasi in die letzte Straße vorm Ziel einfahren. Die Kennzeichenverschleierung ist leider nicht aktiviert, kann man nichts machen, was soll ich machen? Es geht nicht besser. Ich könnte jetzt die Finger so draufhalten, na, jetzt sieht man es nicht. Wir fahren jetzt in die letzte Straße quasi zum Ziel, die Konrad-von-Hötzendorf-Straße, wo auch die Grazer Messe sich befindet. Links übrigens das ehemalige Arnold Schwarzenegger Stadion, das ja nach diesem Eklat, den es da gegeben hat, mit der Todesstrafgeschichte, wo auch dann der Ring der Stadt Graz zurückgeschickt worden ist, der Erdenring, heißt jetzt UPC oder Merkur Arena. Na, Merkur Arena hieß es danach, jetzt heißt es UPC Arena. Ja, war noch nie drin, habe auch keine Ambition. Auf der linken Seite im Bild noch ganz kurz eine fossile Tankstelle, sie ruhe in Frieden, in Kürze wird sie das auch. Ja, aber man muss natürlich zeitgeschichtlich jetzt vielleicht ein bisschen noch aufrechterhalten. Aber auch hier fahre ich eigentlich nicht mehr hin seit einigen Jahren. Gut, wir werden es jetzt gleich haben und damit dann auch diese Live-Session beenden und
wir haben natürlich alles über den Hotspot gemacht. Der hat noch 25%. Juhe, also es ist sich ausgegangen. Wie gesagt, die 20 GB können ausgenutzt. Jetzt schaue ich dann einmal gleich, wie viel er verbraucht hat. Ich nehme schon an, dass das 2-3 GB gewesen sind, die er da streamt, weil die Qualität wird ja auch nicht die schlechteste sein, hoffentlich. So, wir sind also jetzt angekommen beim McDonald's. Ich habe nicht vor, mich in den selbigen zu setzen, aber sehr wohl vielleicht etwas zum Trinken zu holen. Und dort ist auch jetzt das Matrix-Lader, der Hochleistungsschnelllader 50 kW CCS. Und wir werden uns an selbigen anschließen. Und natürlich muss man wieder jemanden aussteigen lassen, eh klar. Ja. Die alte Tankstelle, beziehungsweise Ladestation, so meine ich, hat es da einen gegeben mit 22 kW. Die hat man wegrationalisiert, als die Smartrix-Ladestation gekommen ist. Die ist übrigens frei. Die BP-Tankstelle, Deepwater Horizon, Schweine, die lasse ich schön unbeachtet. Und jetzt sind wir am Smartrix-Lader. Und ich werde mich einmal in meinen Einparkkünsten versuchen, muss aber sagen, das ist relativ blöd da zum Einparken. Das ist echt blöd da zum Einparken. Und deswegen würde ich jetzt sagen, damit man mich da jetzt nicht beim 100.000. Parkversuch dann noch quasi rügen muss. Ich bin da, wie gesagt, beim Rückwärts-Einparken mit dem Ioniq jetzt nicht der Beste. Das ist auch die falsche Seite, aber es ist wurscht. Wir parken jetzt einmal und ich sag auf jeden Fall danke. Ja, okay, ihr wollt sehen, dass ich da einpacke. Das Problem ist echt, da ist ein Randstein vorne. Ihr seht den vielleicht im Bild jetzt nicht mehr und den riskiere ich nicht zu treffen. Aber es wird sich jetzt ausgehen mit dem Einschlag, dass wir hier nicht den Randstein küssen. Aber es ist trotzdem irgendwie doof, es ist voll doof, aber wir haben es geschafft. So, ich sage danke, ihr wart ein super Publikum. Eigentlich sind wir es. Endwert ist jetzt folgend: Wir sind insgesamt, und das muss ich jetzt schnell machen wegen dem Verbrauch, 160 Kilometer genau gefahren, sehr toll, 94 km/h im Durchschnitt. Wie gesagt, 105 womöglich Tempomat, den schalten wir jetzt aus. 1 Stunde 48 Minuten, ist okay. 12,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer war der Verbrauch. Also es wäre schon in diese Tendenz unter 12 gegangen. 52 Kilometer Restreichweite, 26% und 26 Minuten Ladezeit auf CCS. Das werden wir jetzt auch machen. Und wie gesagt, Stefan Blum, L1 bis L3 ist kein Thema mehr. Wir laden Gleichstrom und nicht mehr Drehstrom und dadurch sind drei Phasen nicht mehr so wichtig. Auf einer Phase wäre es traurig, dann stünden wir jetzt sicher noch 3 Stunden da, aber das ist eben nicht der Fall. So, gut, damit so viel von mir. Ich stecke jetzt an und dann soll es das gewesen sein. Und der Zoe, weil das gefragt wird, der Zoe, eigentlich könnte ich anstecken und dann mit euch weiterreden, aber lassen wir es. Der Zoe hat hier grundsätzlich immer so vom Verbrauch eigentlich so 16,5 gehabt, vielleicht schon knapp unter 16, weil es dann in der Stadt ein bisschen runtergeht. Also es sind schon 3-4 Kilowattstunden um. Die Restreichweite war beim Zoe nicht wirklich höher, muss man echt sagen, vielleicht ein bisschen. Ich habe dazu natürlich die ganzen Fotos und ich habe dazu die Beweise. Was ich aber sagen kann, das ist jetzt vielleicht noch eine wichtige Info, eine coole Info. Vielleicht seid ihr mit dem Taschenrechner ein bisschen schneller. Ich versuche es jetzt einmal. Ich hoffe, ich schaffe das schnell genug. Es sind jetzt 26% drinnen. Mit 91 sind wir gestartet. Das heißt also, wir haben faktisch 65% verbraucht. 65% sind von 28 Kilowattstunden 18,2 Kilowattstunden. Jetzt haltet euch fest, das ist nicht gelogen,
es ist die Wahrheit, auch bei diesen Temperaturen, der Zoe braucht für diese Strecke 28 bis 30 Kilowattstunden. Da kommt übrigens gerade der Zoe, 28 bis 30 Kilowattstunden. Das ist wirklich gute 10 Kilowattstunden mehr und das sind, ist ein Mehrverbrauch von fast 50%, also 17 Kilowattstunden, ja, also es wird auf das hinkommen, das ist wirklich viel. Und jetzt möchte sich der Herr da anschließen auf Typ 2 und wird dann merken, dass ich ihm leider mit CCS alles wegnehme, weil bei den Smartrix-Stationen bzw. APB-Stationen dürfte da mit dem Pilotsignal irgendwas sein, dass wenn er jetzt AC lädt und ich jetzt dann CCS lädt, wird er runtergedrosselt und ich kriege die maximale Stromstärke. Ist so, damit sage ich danke und euch einen schönen Abend und schreibt es mir auf WhatsApp oder Google, Google bin ich nicht, WhatsApp oder Facebook Messenger und euch einen schönen Abend. Tschüss!